In der oralen wie auch in der analen Phase, welche Deutsch als die ersten Organisationsstufen bezeichnet, sei die Entwicklung der weiblichen Libido gleich der des Jungen. Auch im Zuge des sich entwickelnden Ödipuskomplexes unterlägen die Objektbeziehungen den gleichen Ambivalenzen, werden darin die Identifizierungen mit beiden Geschlechtern der Elternteile wechselnd vorgenommen. Erst also in der phallischen Phase trete das Geschlecht oder dessen Möglichkeiten und dessen Unmöglichkeiten in den Vordergrund und eröffneten den Raum für die Entscheidung des Schicksals des Ödipuskomplexes. Der Identifizierung mit dem Vater entspricht das sadistische Zufügen, der Identifizierung mit der Mutter das passiv-anale Erleiden. Der sadistische Anteil der Fantasien setzt den Besitz des aktiven Penis voraus. Der passiven Rolle der Mutter entspricht die Fantasie vom analen Kinde. In der phallischen Phase, so Deutsch, werden die passiven Tendenzen des Mädchen verdrängt. Das Aktive, der Phallus, rückt in den Vordergrund. Dabei betrachten Mädchen ihre Klitoris als eine Art aktives Organ, also als kleinen Penis. Besonders in der Masturbation wird deutlich, dass diese beim Mädchen nicht an der Vagina, sondern an der Klitoris stattfindet. Die Vagina praktisch gesehen psychisch für das Kind überhaupt noch gar nicht existiert. Die Klitoris gilt also als Penis, bis jedoch die Einsicht in die Penislosigkeit sich allmählich beim Mädchen durchsetzt. Das kleine Mädchen versucht sich mit der Hoffnung auf die Zukunft zu vertrösten. Häufig wird die Tatsache des Penismangels für ein nur ihr zugestoßenes Übel gehalten und einmal die Mutter, einmal der Vater in den Rachefantasien zur Verantwortung gezogen. Schließlich wird die eigene Tat der Masturbation und der Ödipusfantasien als Ursache des traurigen Verlustes betrachtet. Die entdeckte und akzeptierte Penislosigkeit wird regelmäßig als vollzogene Strafe gewertet. Für den Jungen zeige sich der Untergang des Ödipuskomplexes durch die Kastrationsangst begründet, womit Freud auch die Entstehung des Über-Ichs erklärt als eine Art Introjektion des Vaters. Das Mädchen hingegen sieht sich der Kastration bereits ausgesetzt, also musste diese bereits von Anfang an akzeptieren. Allein das stellt dann auch die Frage, wie für das Mädchen der Ödipuskomplex überhaupt überkommen wird und wie und auch ob sich bei der Frau ein Über-Ich bilden könne. Man könnte mit Freud dahingehend argumentieren, dass die Frau überhaupt gar kein Über-Ich habe, sie abhängig sei vom Manne bzw. von einem Über-Ich im Außen. Und in ähnliche Richtung ließe sich auch mit Fritz Wittels argumentieren, dass die Schönheit, welche ja der Frauensache sei, im Kern versucht zu gefallen. Also, alle Schönheit ist immer abhängig von einem äußeren Urteilenden, in dieser Logik dem Manne oder dem Vater. Deutsch erklärt aber, dass das Über-Ich der Frau sich auf Umwegen trotzdem konstituiere. Für die Penislosigkeit, das heißt für die vollzogene Kastration, findet das Mädchen die Erklärung in der masturbatorischen Tätigkeit, die zum ersten Mal mit intensiven Schuldgefühlen belegt wird. Das Mädchen fühlt sich also bereits bestraft, leidet nun unter der Konsequenz der Kastration, also der geglaubten Bestrafung, und bildet sich ein, sich unter anderem durch die Masturbation an der Klitoris schuldig gemacht zu haben. Mit der Aufgabe der Klitoris und der Masturbation an dieser wird aber auch die Identifikation mit dem Vater aufgegeben. Besser gesagt, sie wird desexualisiert und als Über-Ich aufgerichtet. Die Ursprünge dieses Konfliktes, so könnte man dann Deutschs Äußerung verstehen, geschehen durch eine Feststellung der Unmöglichkeit der Aktivität des eigenen Genitals in einer Regression als Folge des Ödipuskomplexes. Mit dem Aufgeben des aktiven Organs wird regressiv die passiv-anale Komponente der vorigen Phase besetzt. Die damit verbundene Identifizierung mit der Mutter und der Wunsch des analen Kindes
Als Entschädigung für den Penisverlust werden erneuert. Der Vater wird für die Wunschfantasien des Mädchens zu dem, was er für die Mutter ist, nämlich zum Sexualobjekt. Das Mädchen besetzt also nicht die Vagina, diese ist in ihrer Funktion für sie noch immer unbekannt, sondern eigentlich das Anale. Über das Anale entstehe, so Deutsch, die Identifizierung mit der Mutter. Man kann sagen, dass sich beim Mädchen im Gegensatz zum Knaben an die phallische Phase der erste Passivitätsschub anschließt, der die Vorgänge in der Pubertät bereits vorzeichnet. Die infantile Organisation nimmt beim Mädchen erst in dieser passiv gerichteten Phase ihr Ende. Erst jetzt geht der Ödipuskomplex des Mädchens unter. Doch auch dieser anale Kinderwunsch erfüllt sich eben nicht. Wie auch die Hoffnung auf den Penis, muss sie nun auch die Hoffnung auf das sogenannte anale Kind aufgeben, sodass eine fundamentale Enttäuschung das Mädchen dazu treibt, den Ödipuskomplex zu verlassen. Was dem Jungen also verboten wurde, dafür zeigt sich das Mädchen als in ihrer Konstitution zu schwach oder zu unfähig. Die Konsequenz ist für beide Geschlechter aber ein Verlassen des Ödipuskomplexes. Zu diesem Motiv kommt noch Folgendes dazu. Das inzwischen gebildete Über-Ich hat bereits die Inzestschranke aufgerichtet und die daraus resultierenden Schuldgefühle zwingen schließlich dazu, den Rivalitätskampf gegen die Mutter aufzugeben. Die Identifizierung mit der Mutter rückt jetzt auf die höhere Phase der Über-Ich-Bildung und gestaltet den spezifischen Charakter des weiblichen Ich-Ideals.